University steht, von den Niederlanden steht nicht alleine da. Die ist gegründet worden im Zuge von einer europäischen Bewegung, um die höhere Bildung, also die tertiäre Bildung, weiter zugänglich zu machen der Bevölkerung. Es gibt auch verschiedene Open Universities, es gibt in UK, also im Vereinigten Königreich, es gibt in Katalonien gibt es eine Open University, in Mexiko, in Kolumbien, in den Niederlanden. Unsere eigene ist entstanden in den 70er Jahren, in den frühen 70er Jahren. Ich glaube, das war der Fall für die meisten auch. Die Fernuniversität Hagen wäre eine vergleichbare Open University in Deutschland. Und das Ziel ist im Prinzip, Bevölkerungsgruppen einzuschließen in die tertiäre Bildung, die früher verhindert waren durch bestimmte Formalkriterien, wie zum Beispiel Matura. Die offenen Universitäten haben erleichterte Zugangsbeschränkungen, haben auch keine traditionelle Altersklasse, die sie jetzt ansprechen, also nicht unbedingt Schulabgänger, sondern sie bieten eine zweite Chance für Schulabsolventen allerorts, dann ein Studium zu beginnen. Unter Umständen müssen sie bestimmte Kriterien vorerfüllen, aber das kann nachgeholt werden. Auch dafür gibt es sozusagen Anbahnungswege für das Studium. Traditionell waren die Fernuniversitäten so aufgebaut, dass das Learning by Post ist. Also das kriegt man dann in der Post. Das war natürlich noch zu den Printzeiten, dass die Studenten sich eingeschrieben haben für einen Kurs und dann einen riesigen Stapel an Skripten und Dokumenten und Lehrmaterialien nach Hause geliefert bekommen haben. Die haben dann noch einen Kalender dazu bekommen, wann sie mit den Lehrenden Rücksprache halten können, quasi wie Sprechstunden, muss man sich das vorstellen. Das ist früher auf Telefonbasis abgelaufen, beziehungsweise dann Prüfungstermine. Und wenn man dann diese ganzen Scheine und Veranstaltungen absolviert hat, dann hat man halt den Titel erworben. Jetzt ist es natürlich im Zuge des Internets hat sich da sehr viel getan, weil die Betreuung und auch der Unterricht viel digitalisierter und elektronischer und vernetzter stattfindet. Das heißt, man hat dann als erstes mal auf CD-ROMs umgeschalten, statt auf dicke Skripten, weil das schon einmal Postporto gespart hat. Und jetzt geht man halt vermehrt auf internetbasierte Lehre, greift man da zurück. Und das wird auch immer stetig erneuert, also auf neue Medien, Web 2.0-Basis und so. Wir haben ca. 16.000 aktive Studenten. Wir unterscheiden zwischen aktiven und nicht aktiven Studenten. Nicht aktive Studenten sind quasi immatrikuliert bei uns, sind aber zurzeit nicht aktiv. Das bedeutet, sie nehmen nicht aktiv an einer Lehrveranstaltung teil oder machen keine Prüfungen zurzeit, weil das Konzept der Open University nicht so verschult ist wie an traditionellen Universitäten, dass man sozusagen Semesterveranstaltungen hat. Und dann macht man Prüfung und dann macht man das nächste Semester, sondern die Studenten sind frei zu studieren und zu unterbrechen, wenn es ihre Zeit nicht erlaubt zum Beispiel oder wenn sie das Interesse ad acta legen für Zeit und dann können sie wiederkommen.